Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 26. Oktober 2024? Hallo Leute, das ist Mario aus Thailand. Und wie ihr sehen könnt, bin ich gerade auf dem Weg nach Chiang Mai. Und wir schauen uns auch in diesem Video mal an, wie es zurzeit ausschaut, wenn man in Thailand Inlandflüge hat. Ob es irgendwelche Änderungen gibt. Da wurde auch sehr viel gefragt in der Vergangenheit. Aktuell befinde ich mich hier am Flughafen in Hua Hin, wo wir bald losfliegen werden nach Chiang Mai. So, wir befinden uns jetzt hier in Hua Hin beim Flughafen. Da vorne auf 12 Uhr ist der Check-in. Und ich bin überrascht, es geht hier nur ein Flieger gerade, aber der scheint richtig voll zu sein, sehr viele Leute. Und es dauert vielleicht etwa 15 Minuten hier der Check-in. Und man sieht hier auch schon Sicherheitskontrolle, da stehen auch schon sehr viele an. So Leute, wir sind jetzt hier in Chiang Mai angekommen, wir sind jetzt gerade am Chiang Mai Airport. Und da noch ein paar wichtige Informationen für Reisende. Erstens einmal die Flüge, habe ich ja vorher beim Abflug schon gesagt, wie das so etwa abläuft. Inlandflüge relativ einfach und die Preise liegen aktuell bei ca. 50 bis etwa 100, 150 Euro pro Strecke. Klar, es gibt auch Sonderangebote etc., aber rechnet mal so mit den genannten Flugpreisen innerhalb von Thailand. Und jetzt was ganz, ganz Wichtiges hier, vor allem in Chiang Mai, wenn ihr ankommt am Flughafen, findet ihr viele Autovermietungen. Hier hinter mir sieht man ein paar. Das Problem ist aber, das meiste ist ausgebucht. Also wir haben jetzt hier sicher etwa 20 Minuten geschaut, ob wir noch irgendwo ein Auto bekommen. Es gibt immer noch Fahrzeuge, die man mieten kann, aber relativ teuer. Sonst bekommst du für etwa 800 bis 1000 Baht hier vor Ort ein Fahrzeug, das du mieten kannst. Ich empfehle, das Ganze online zu reservieren, weil erstens ist es günstiger und zweitens ist es auch garantiert, dass du dann ein Auto hast, wenn du hier ankommst. Wir haben jetzt leider keins mehr, aber wir werden jetzt von hier in die Stadt fahren. Der Transport von hier in die Stadt ist nicht teuer und werden dann in der Stadt ein Auto mieten, was natürlich auch möglich ist. Und was ihr auch an jedem Flughafen findet, sind diese Touristen-SIM-Stände. Da bekommt ihr die ganzen SIM-Karten, die man dann einsetzen kann in Smartphone, damit man auch in Thailand überall Empfang hat. Dann wie bei jedem Flughafen, wenn ihr rauskommt, habt ihr hier auch überall Taxis bzw. Personen, die euch ansprechen und euch dann ein Taxi zuteilen. Auch hier lasst euch nicht abzocken, teilweise werden horrende Preise verlangt. Das Beste sind halt immer so Sammelbusse, wie man auch da hinten sehen kann, wo mehrere Personen reinhüpfen können und dann so ins Zentrum transportiert werden. Also wir haben jetzt hier ein Taxi genommen am Flughafen. Das kostet 150 Baht überall hin in Chiang Mai, also so natürlich Stadt, jetzt nicht irgendwie an A der Welt. Und dann, also ich finde das fair, wir sind 4 Personen, 150 Baht fürs Fahrzeug, fair Preis. Für diejenigen, die jetzt da auf jede Münze schauen, die laufen halt zu Fuß aus der Stadt raus, dann wird es auch etwas günstiger gehen. Aber ansonsten ist das sicherlich fair. So schaut das hier aus, hier der Taxisammelpunkt. Wir fahren jetzt zum Night Bazaar. Wir sind jetzt mit dem Taxi zum Night Bazaar gefahren, beziehungsweise in die Nähe. Das ist so der Place to go, finde ich persönlich, vor allem wo auch abends ein bisschen was läuft. Und sind jetzt hier auf Zimmersuche und wir machen das so, wie ich es auch immer in den Videos sage, wenn jetzt jemand nicht im Voraus buchen möchte, nämlich laufen wir hier die Hauptstraße entlang und schauen ein bisschen, was es da für Hotels gibt und gehen dann auch rein, schauen uns die Zimmer an, die Preise und, um uns ein Bild zu machen. Das Interessante, vor allem Hostels, haben wir aktuell Preise zwischen 200 bis 400 Baht pro Nacht und Zimmer, ich würde mal sagen, saubere, gute Zimmer ab 700 Baht aufwärts. Ihr findet hier übrigens auch diese roten Pickups da überall herumstehen und ihr seht oben, da sind auch die Preise angeschrieben, 30 Baht pro Person und der fährt euch dann hier im Zentrum herum.
zwar, wir haben jetzt ein Hotel gefunden, und zwar sind wir beim Night Bazaar Place. Und wie ihr hier sehen könnt, wird da auch gleich aufgebaut. Da wird es heute Abend Markt geben, ja, ist ja klar, Night Bazaar. Die Zimmer, die wir haben, sind sehr, sehr sauber. Vielleicht mache ich noch ein separates Video davon. Und kosten 700 Baht pro Zimmer. Finde ich ein guter Preis. Hat nichts dabei, also kein Frühstück, nichts. Aber wichtig zu erwähnen ist noch, Rauchen ist im kompletten Hotel verboten. Also da muss man raus auf die Straße. Dann, ganz wichtig in Sachen Überschwemmungen. Wenn man in die Hotels reingeht, sieht man eigentlich bei fast allen Hotels an den Wänden, und sie sagen es teilweise auch, dass das Wasser bis etwa Knietiefe stand. Ich werde es euch hier noch schnell zeigen. Hinter mir sieht man es auch, hier am Boden. Seht ihr das da? Da, das Wasser stand so hoch und hat eigentlich fast alle Hotels und Geschäfte hier beschädigt. Aber wie ihr sehen könnt und auch in den kommenden Tagen auf meinen Kanälen, wo ich Videos hochladen werde aus Chiang Mai, es ist nichts mehr, was den Tourismus aktuell beeinträchtigt. Also man kann nach Chiang Mai reisen, in die Stadt, es ist sauber, also sauber, ihr seht es hier, vielleicht noch ein bisschen so staubig, wenn es trocken ist, aber vom Hochwasser selbst ist man nicht betroffen. Wir haben jetzt ca. 16 Uhr hier in Chiang Mai. Wir befinden uns da beim McDonald's. Man sieht hier teilweise schon auch noch, dass unten noch Reinigungsarbeiten stattfinden und Wiederaufbau hier aufgrund der Überschwemmungen. Also es ist noch nicht so zu 100% alles bereinigt, aber das Wichtigste, was ihr ja wissen wolltet, ob ihr beeinträchtigt seid bei einer Chiang Mai Reise, und diese Frage kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Also wie gesagt, es gibt keinen Grund, nicht nach Chiang Mai zu reisen, obwohl das vielerorts behauptet wird, dass Chiang Mai nicht sicher sei aufgrund des Hochwassers etc. Das ist natürlich Schwachsinn. Ja. Und auch, wir sind jetzt noch etwas früh dran, aber auch die Märkte etc., das öffnet jetzt alles, und man kann hier auch ordentlich was zu essen bekommen. Dann noch eine Empfehlung von mir. Leute, das da, Beef Khao Soi, das ist die absolute Spezialität hier im Norden. Das ist ein absolutes Muss, wenn ihr mal hier seid. Kann man natürlich auch ohne Fleisch nehmen oder mit Hähnchen oder was man will. Für die, die kein Fleisch mögen, aber das hier, das müsst ihr gegessen haben. So, und hier haben wir noch so ein Ausgangsviertel in Chiang Mai, auch mitten im Zentrum, wo auch Muay Thai stattfindet. Also hier gibt es Thai-Boxen, natürlich nicht jeden Abend. Die günstigsten Tickets kosten 600 Baht, und man hat hier links und rechts auch Bars, wo man sich dann aufhalten kann. Also auch so ein Ort, den man mal besuchen wollte, wenn man hier ein bisschen besuchen sollte, wenn man ein bisschen Unterhaltung möchte. Ja, und wer natürlich dann hier am Abend unterwegs ist, der wird dann auch an dieser Straße beim Night Bazaar einen fetten Markt sehen. Und ja, da kann man natürlich auch wie überall Souvenirs etc. einkaufen. Darum ist wahrscheinlich auch diese Ecke sehr beliebt bei den Touristen. Auf jeden Fall eine Ecke, die ich sehr empfehlen kann. Schaut es euch mal an, wenn ihr in Chiang Mai seid. Wahrscheinlich der Place to go, aber ihr könnt auch gerne Empfehlungen reinschreiben, wo ihr hingehen würdet im Zentrum von Chiang Mai. Der Rest schauen wir dann in den anderen Videos an, so die Gebirgsregionen und die Sehenswürdigkeiten. Und dann würde ich auch sagen, bin ich mal raus für heute. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Bleib gesund und schöne Grüße aus dem wunderschönen Chiang Mai Island.